Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Out of Ore. Ja, ich bin schon ein bisschen weiter hier jetzt. Ja, bevor ich anfange, Leute, wenn euch das Video gefällt, hinterlasst doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Channel, dann seid ihr immer up to date. Ja, gut. Ja, ich habe hier schon ein bisschen fleißig gesprengt. Ich muss echt sagen, ich liebe Sprengen, macht echt mega Spaß. Ja, nichtsdestotrotz muss man weiterarbeiten und zwar gehört hier unten Holz rein. Jetzt ist natürlich das Problem folgendermaßen, dieses Holz, wenn ich jetzt kaufen würde, das ist also unter Buildings, hier diese Planken, der kostet eine Planke, also so ein Woodfloor, also so ein Brett kann man sagen oder so eine Bodenplatte, 1000 Credits. Das ist sehr viel Geld und man hat ja am Anfang nicht so viel Geld. Also ja, ich weiß gar nicht, ob man irgendwann mal so richtig mehr hat. Deswegen müssen wir hergehen und uns diese Planken hier, diese Holzbretter selber bauen. Dazu habe ich ja hier diese Werkbank und ja, ich habe hier schon ein bisschen was hergestellt. Also ich habe ja auch schon Holz sammelt, also so Woodbeam, also so Holz, also Planken oder ja, oder Holz. Keine Ahnung, zugeschnittenes Holz oder ja, zugeschliffenes, keine Ahnung. Ja, und dann hier diese Planken und wir wollen ja das hier herstellen. Da braucht man ein Woodbeam. Okay, muss ich die zu mir rüber tun? Denke ich mal. Ach nee, da, Moment, wir brauchen noch die Planken. Okay, so werden die, wie werden die jetzt hergestellt? So, oder? Ah ja, okay, gut. Kann ich da bis, ah so. Okay, wir können jetzt ein paar herstellen. Entschuldigung. Ja. Und dann können wir hier solche herstellen. Also wir sparen uns da auf jeden Fall schon mal Geld ein. Ah, schade, dass man es nicht stacken kann. Also drei Stück haben wir schon mal. Dann kann ich das hier wieder ins Inventory da reinlegen. Ne? Diese Planken braucht man. Ne, also irgendwas stimmt da nicht. Ja, Moment mal, ja. Okay, da gibt es noch ein bisschen Probleme. Seht ihr das? Hier. Ach so. Ah, nee, passt schon. Das brauchen wir. Oh, okay. Das heißt, Holzstämme brauchen wir, damit wir das herstellen können. Diese Woodbeam brauchen wir, damit man diese Planken herstellen kann. Also diese Planks. Ah, okay. Gut. Ja, die stellen wir natürlich jetzt her. Okay, drei Stück können wir wieder herstellen. Dann haben wir sechs Stück. Da sollte man eigentlich an sich schon doch weit kommen, denke ich mal. Also einigermaßen weit, ja, was heißt weit? Ihr wisst schon, was ich meine. Für die Aufgabe, für das, was ich jetzt so schnell machen möchte, ja, ist das ideal. So, wir haben die jetzt platziert, ne? Irgendwie kann ich mich jetzt nicht. Irgendwie kann ich mich jetzt nicht drehen. Was ist das jetzt? Ah, jetzt. Ja, komisch. Okay, gut. Ich konnte mich jetzt irgendwie gerade nicht drehen, ja. Aber jetzt funktioniert es wieder. So, dann setzt man hier ein. Man kann ja übrigens diese Dinger auch verkaufen. Also ich hätte jetzt noch drei Stück. Was würden Sie denn da auf Geld dafür geben? Ja, 2100. Wäre es eigentlich auch ein gutes Geld, gell? Wenn man gerade mal so knapp bei Kasse ist. Aber ich brauche es ja dafür. Hilft mir ja nichts, wenn ich es verkaufe. Weil wir müssen diese Fläche hier überbrücken. Ja, also. Weil das Problem ist, ich gehe immer tiefer hier runter.
Und irgendwann komme ich dann immer hoch. Das heißt, wir müssen uns da ein bisschen reinbauen. So. Ja, schade, dass ich das nicht stacken kann. Also wisst ihr, dass ich mehrere aufeinander stack, ja. Das heißt, wir können immer hier 5 Stück machen. Ah, Moment, Moment. Nein, nein. Stopp, stopp. Moment. Das ist ja gut. Ja. So. So funktioniert das. Ja, nice. Das ist gut. Also man kann hier die Anzahl eingeben und dann kann man es doch stacken. Das ist ja cool. Das ist super. Das ist richtig gut. Das ist perfekt. Ja, gut. Aber irgendwie gibt es ein bisschen Probleme, wenn man von dieser Werkbank weggeht. Da muss man immer nochmal den Rechtsklick machen, dass man sich dann auch wirklich bewegen kann. So, dann greifen wir mal auf die Axt über. Wir haben hier ja Bäume. Ist jetzt noch nicht so toll, gell? Die verschwinden nach unten. Wird wahrscheinlich später irgendwann nochmal animiert. Ich hoffe mal. Ich hoffe, dass diese Bäume nachwachsen. Was ist denn das dahinter? Ach, auch nochmal ein Baum. Also mir wird halt schon so eine Animation schon gefallen, wenn man so hergeht, die Bäume fällt, gell. Das würde ich sagen, wäre eigentlich schon schön, ja. Schon schön. Schön schon, ja. Wenn man halt mehrere Schläge bräuchte oder so, dass man das Holz halt zerteilen kann noch, ja, das wäre halt echt, ja, wäre cool. Ich freue mich ja übrigens, also wenn man ja so das Entwicklertagebuch anschaut, die machen ja schon die finalen Tests fürs Multiplayer und so weiter. Da freue ich mich echt drauf, wenn man mit mehreren Leuten zum Beispiel hier dann so einen Bergbau betreiben kann. Da freue ich mich ziemlich drauf, wenn das kommt. So, jetzt passt's mal auf. Okay, wir machen jetzt hier schon mal, wie viel können wir jetzt hier maximal machen? 6 Stück, okay. Dann machen wir 40. Und 16 solche Blanks. Das ist gut, weil das ist eigentlich jetzt schön automatisiert, gell? Das Holz können wir ja hier reinlegen. Den Woodfloor nehmen wir gleich wieder mit. Oh. Es ist dieses freie Bauen hier, was man übrigens machen kann. Man kann das überall platzieren, das Zeug. Aber das wollte ich ja nicht. Machen wir es mal weg. Ja. Was auch schön ist, wenn du es wegbaust, ist es nicht wirklich weg, sondern es landet dann wieder komplett in deinem Inventar. Das finde ich auch zum Beispiel richtig gut, dass man halt dann das nicht zerstört ist. Wobei es natürlich realistischer wäre es ja, wenn es dann komplett weg wäre. Ja. So, Production. Okay, das produziert hier noch. Na? Jetzt so. So, Wood Sheet. Wood Planks. Also wie viel haben wir jetzt von den 22? Jetzt machen wir die mal weg, dass wir... Also 44 Sekunden dauert es. Okay, um 5 Sekunden dauert es, um eine so eine, also so ein, ja, so ein Boden, eine Bodenplatte herzustellen.
Dann machen wir mal so. Also 37, 17 können wir herstellen. Okay, mehr haben wir nicht, gar nicht. Perfekt, ja. Also wir müssen schon diese Fläche hier voll machen. Ich weiß gar nicht, es gibt ja auch ein Tool, dass man, glaube ich, das auffüllen kann. Na, schauen wir mal hier. Eine Schaufel. Ich kaufe mal eine. Ich glaube, dann kann man nämlich hier wieder auffüllen, oder? Nee. Man kann. Was passiert hier dann? Wie kann man es? Man kann es nur begradigen, oder? Nee, oder? Too smooth. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? So, okay. Aber hier? Naja. Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Eine Fast-Schaufel, also eine schnelle Schaufel gibt es auch noch mit 3500. Boah, das ist teuer. Eine Pick-Axt. Licht. Okay. Gut, also ich brauche jetzt aber diese, ja, machen wir ein bisschen mehr, machen wir mal so, ja, so 50 Stück, naja, 2 Minuten 32, ja, aber benötigen wir schon, weil wir müssen ja, wir brauchen ja so Wood Floor noch. Weil das, was ich hier habe, das reicht ja nicht. Weil da würde ich hier eventuell hängen bleiben. Wir können es ja mal ausprobieren. Dann schauen wir mal, ob ich hängen bleibe. Toll. Ich komme da nicht hoch. Mehr haben wir hier. Seht ihr das? So. Arbeitsgerät hängt fest. Toll. Wir können hergehen. Wir können das Gott sei Dank. Das Fahrzeug können wir einmal in die Garage senden. Ne? Und dann können wir es wieder spawnen. Dann erscheint es hier. Okay. Ja. So. Aber man merkt schon, die Höhe ist mal unterschätzt, das gell. Und deswegen brauche ich halt diese Holzböden, damit das nicht passiert. So, wie sieht es jetzt da aus? Ja. Das können wir maximal herstellen. 5, ja, also insgesamt 6 Stück. Ja, machen wir mal. Damit ich da weiterarbeiten kann. Man konnte es ja irgendwann nochmal auffüllen, aber ich könnte eins machen. Pass auf, ich habe 1100. Wir könnten ja mein Lieblingshobby machen. Das heißt, wir können hier 3 Dynamitstangen platzieren. Einmal, ja. Zweimal, dreimal. Vielleicht füllt es ja auf. Schauen wir mal. Und Sprengung.
Ja, ja. Perfekt. Ist das eine Zwischenlösung jetzt gewesen, ja? Einfach so eine kleine Zwischenlösung. Halt, ich hab da ja was drin, oder? Nee, was ist denn das? Das ist ein Bug jetzt, oder? Da ist jetzt nichts drin. Schauen wir mal. Doch. Ein bisschen was. So, mit man sieht unten rechts übrigens diesen Balken, wie voll die Schaufel ist, ja. So, jetzt sind wir voll, perfekt. Dann leeren wir mal das ganze Zeug hier aus. Das ist immer ganz wichtig, wenn ihr auch sowas macht, als wenn ihr das Spiel zum Beispiel baut, euch hier so eine Rampe. Weil wenn nicht, dann müsst ihr ein bisschen taxieren, weil dann kann es sein, dass es daneben viel schmeißt. Und das so schmeißt das in den Effekt hier drauf und dann rollt es da runter und da rein, ja. Erleichtert einiges, ja. Und es geht halt nichts verloren, ja. So. Dann verkauft man das mal. Ja, viel ist es ja nicht, gell. Aber besser als nichts. Ich muss mal echt schauen, dass mal an Kohle kommt. Weil das hier, was ich hier derzeit mache, ist ja ein bisschen Klecksen. Naja, also das ist ja nicht wirklich Geld machen. Wir können ja mal hergehen. Wir können ja mal diesen Woodfloor, die 6 Stück, was wir jetzt haben, die brauche ich ja jetzt gerade im Moment nicht. Wir können die ja einfach mal verkaufen. Kriegen wir 4200. Ja, nice. Schaut's mal. Das ist auch cool. Also da gibt's schon schönes Geld, wenn du jetzt den ganzen Tag hier Bäume fällst und dann die ganzen Sachen verkaufst, dann machst du auch ziemlich gutes Geld. Ja. Also ich muss halt alles nutzen, was Geld bringt. Ich sag's euch, wie es ist. Da will man mal bessere Maschinen und ich möchte ja irgendwann einmal anfangen, da richtig rein in den Bergbau. Ich möchte ja da mal so richtige Förderanlagen bauen, dass das ganze Zeug rausgeholt wird und dann verkauft wird und so weiter. Ja. Das ist ja so mein Ziel. Ich habe heute irgendwas ein bisschen Probleme mit meiner Stimme, Leute. Also habt ihr schon gemerkt, gell? Weil ich mich ein bisschen räuspern muss. Ja, okay, super, Leute. Dann würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Dann war es das von mir. Von meiner Seite. Dann bis zum nächsten Mal. Und mit ein paar Ansichten so, also oder mit dieser Ansicht vom Bergbau, also von unserem Berg, wo ich mich jetzt reinbohre. Ja, verabschiede ich mich bei euch und in diesem Sinne, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Freunde. Servus.